über Werte gesprochen, sondern nur noch über das Geld ausgeben und Luxusdinge. Alle klebten an der Goldgans und folgten dem Bandschef blind direkt in den Abgrund. So sieht es auf Karikaturist Halldor Baldursson. Jeden Tag kommentiert er das politische Geschehen. Seine Zeichnungen sehen keine positive Zukunft und doch beschreibt er sich selbst als Optimisten. Ich glaube zwar, dass es noch schlimmer wird, bevor es wieder besser wird, aber wir haben eine gute Gesellschaft und das wird uns helfen, um weiterleben zu können. Wir fahren raus in eine der neuen Vorortsiedlungen von Reykjavik. Hier stehen die geplatzten Eigenheimträume isländischer Familien. Viele hatten Fremdwährungskredite aufgenommen in Yen oder Schweizer Franken wegen der damals noch niedrigen Zinsen. Mit dem Verfall der Krone explodierten diese Kredite und wurden unbezahlbar. Ausgerechnet hier treffen wir ein typisches Beispiel für isländischen Optimismus. Torun Svavarsdóttir steht mit ihrer Familie in einem Rohbau ohne Fenster. Trotzdem schätzt sie sich glücklich. Auf dem Haus sind nämlich keine Kredite in fremder Währung und ihr Mann hat noch Arbeit. Katan ist Mechaniker für Campmobile. Wie die großen Autos ein Statussymbol, das sich Isländer bis vor kurzem gerne leisteten. In der Firma hoffen sie jetzt mit Reparaturen über die Runden zu kommen und mit dem Verkauf von günstigen gebrauchten Fahrzeugen. Schließlich hat kaum noch jemand Geld, um ins Ausland zu reisen. Angst hält Katan für einen schlechten Ratgeber. Das ist doch ganz einfach. Entweder bist du positiv und packst es an, oder du fällst in die Gosse und verreckst. Abends treffen wir die fünfköpfige Familie in ihrem improvisierten Zuhause. Sie wollen keine Opfer sein. Dabei müssen Kaffee und Torun an allen Ecken sparen. Keine Süßigkeiten mehr, kein Käse. Brot backt Torun jetzt selbst. Und den Bau versucht die Vorzeigefamilie auch alleine fertig zu bekommen. Ihr Glück, Energie ist in Island billig. Und während das durch die Plastikplanen zieht, kummert eine Fußbodenheizung. Nein, wütend auf die Verantwortlichen sind wir nicht, sagen sie, wir haben sie schließlich gewählt. Natürlich wollen auch wir Veränderungen, aber die kommen nicht über Nacht und alles ist wieder in Ordnung, so geht das nicht. Man muss einfach Ruhe bewahren und sein Vorhaben zu Ende bringen. Hildur, die Architektin und unfreiwillige Studentin, will die Dinge selbst mitverändern. Jetzt ist die Zeit für politisches Engagement. Ob im Schoß der Europäischen Union oder doch lieber allein ganz die unabhängige, selbstbewusste Wikinger-Nation, darüber streiten sie noch. Erstmal das weiter demonstriert. Das ist doch nur der Anfang. Das alte marode System ist weg. Jetzt geht es darum, etwas Neues aufzubauen. Aufstieg und Fall, beides kam schnell und heftig für die Menschen im Land der heißen Quellen. Diesen naturgegebenen Luxus beginnen die Isländer nun wieder zu schätzen. Die Kirche empfiehlt, in diesen düsteren Zeiten die Weihnachtsbeleuchtung weiter brennen zu lassen, zur Stimmungsaufhellung. Und so kommt es, dass in Reykjavik dieser Tage noch immer der Baum brennt. Unser Südostasien-Korrespondent Robert Hedgember geht nie unbehütet zum Drehen. Aber langsam kommt uns sein Panama-Strohhut doch ein bisschen teuer. Neulich, da schwang ihm mitten